Alma P. wuchs als Tochter eines jüdischen Vierendlers in Göritz an der Oder auf. Sie besuchte zunächst die Volksschule, später ein Lyzeum. Während des Ersten Weltkrieges wurde sie magenkrank, lernte aber trotz starker Beschwerden Säuglingspflege und arbeitete zeitweise als Erzieherin. Nach einer akuten Magenblutung äußerte Alma P. 1931 erstmals Wahnideen. Sie hatte das Gefühl, vergiftet, hypnotisiert und beeinflusst zu werden. Eine Insulinbehandlung in der Ostbrandenburgischen Landesanstalt Landsberg an der Warte musste wegen ihres schwächlichen Zustandes abgebrochen werden. 1932 entließ man sie versuchsweise in ihr Elternhaus. 2 Jahre später machten psychische Veränderungen ihre Wiederaufnahme notwendig. Sie wurde zwangssterilisiert und blieb mit mehreren Unterbrechungen bis zum Sommer 1940 in Anstaltsbehandlung. Während der Aktion T4 verlegte man Alma P. im Rahmen der Sonderaktion gegen jüdische Patienten im Juli 1940 von Landsberg in die in der Heilanstalt Buch eingerichtete Sammelstelle. Kurz darauf wurde sie in der Tötungsanstalt Brandenburg an der Havel ermordet.